wieder Zeit für ein kurzes und knappes Q&A. Wir haben eure Fragen gesammelt und möchten die in dem heutigen Video beantworten. Und zwar geht es um Fragen zu den Themen Tiny House Bau, zu uns als Paar und zu unseren Zukunftsvisionen. Wir sind Anja und Ilan. Freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen uns ja ein Tiny House auf Rädern und sitzen auch gerade in unserem Tiny House hier oben im Loft. Wir kommen also zur ersten Frage und zwar geht es da um den Tiny House Bau. Inwiefern beeinflusst uns die Corona-Situation bei der Fertigstellung unseres Tiny Houses? Ich würde sagen, dass uns die Situation natürlich auch beeinflusst. Es könnte bestimmt auch schlimmer sein, aber wir merken das insbesondere, wenn es um Produktbestellungen oder die Zusammenarbeit mit anderen Firmen, potenziellen Kooperationspartnern geht. Das ist alles doch schleppender, als wir es vorher kannten. Ja, doch. Nicht bei jedem, aber es sind Kontakte dabei, die irgendwie nicht ganz hinterherkommen, weil vielleicht krankheitsbedingt einige Leute ausgefallen sind und dann sind sie auch nicht so gut erreichbar. Ja, und dann natürlich auch der finanzielle Aspekt. Also da uns natürlich als Selbstständige auch das Einkommen fehlt, ist das schon auch beeinflussend, wenn es um den Einkauf von Produkten geht. Das betrifft uns dann doch auch sehr unter dem Punkt. Auf der anderen Seite versuchen wir das immer positiv zu sehen, nutzen die Zeit für den Ausbau und sind auch froh und dankbar, dass wir das jetzt so, ja, so ausschöpfen können. Die Corona-Situation führt natürlich auch zu einigen Blindkäufen, ich nenne sie jetzt mal so. Das heißt, wir müssen online Dinge bestellen, die dann bei uns erst ankommen und wir dann merken, dass wir sie eventuell doch falsch bestellt haben, weil sie uns optisch nicht gefallen oder dann doch nicht ganz passen. Zweite Frage zum Thema Tiny House Bau. Wann werden wir einziehen? So schnell wie möglich, nach wie vor. Also wir planen natürlich, so schnell wie möglich einzuziehen. Was heißt das? Das heißt eigentlich in maximal 2 Monaten, dass wir da eigentlich schon das Haus bewohnbar haben. Davon gehen wir jetzt aus. Es fehlen folgende Dinge. Und zwar fehlt noch die Küche, die wollen wir noch fertigstellen bzw. fertig einbauen. Der Grund, weshalb wir das noch nicht gemacht haben, ist, weil die Arbeitsplatte noch fehlt. Da hat sich auch einiges getan. Wir sind jetzt leider nochmal ins Grübeln gekommen. Wir haben ja einen Schreiner beauftragt, der hat uns einen Kostenvoranschlag geschickt. Der ist leider, der sprengt den Rahmen. Da kommt man auch immer wieder an den Punkt, was uns im Rahmen des Tiny House Baus so schwer fällt, weil wir mobil bauen wollen, wirklich dann auch das Gewicht mit der Stabilität und dem Preis in Waage zu halten. Wir können halt nicht alles so bezahlen und müssen auch genau überlegen, was geht und was geht nicht, was ist essentiell. Bei der Fertigstellung der Küche sind wir also leider noch abhängig von unseren Arbeitsplatten. Die gleichen Arbeitsplatten bzw. die gleichen Platten wollen wir aber auch für die Türen wählen. Die fehlen auch noch, die Türen brauchen wir. Da ist das nicht so dramatisch mit den Dekoren und mit der Verpressung und Verleimung und diesem ganzen Theater, sondern da können wir die eigentlich so nehmen, wie sie sind, kurz anschleifen und dann auch streichen. Hoffen wir zumindest. Das ist zumindest der Plan. Wir planen ja immer ganz viel und dann entwickelt sich der Rest. Dann haben wir noch die Wandleisten und die Dekore, die mittlerweile angekommen sind. Die wollen wir auch noch verkleben. Was haben wir noch? Schleifen grundsätzlich, ne? Der Wände. Das wäre auch noch essentiell, weil wir ungern mit dem ganzen Baustaub hier einziehen möchten. Also die Wände, die wir verkleiden möchten, die noch verkleiden und gegebenenfalls oder im besten Fall alles soweit streichen. Wir haben natürlich noch nach wie vor unser Gasleck. Das muss immer noch behoben werden. Das ist definitiv essentiell, dass wir dann mit Strom oder Gas auch heizen können. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist eigentlich nicht weiter dramatisch, nur an einer sehr ungünstigen Stelle. Daher müssen wir das noch beheben, weil wir ja jetzt neue Gasflaschen gekauft haben. Unsere vorherigen Gasflaschen, 22 Kilo, waren nach ungefähr 3 oder 4 Tagen aufgebraucht, ohne dass wir hier überhaupt einen Gasherd schon installiert haben. Also irgendwas stimmt da nicht. Hier oben im Loft haben wir noch links und rechts die Wandverstärkungen. Wir wollen ja hier auch noch einen gewissen Stauraum dann am Ende zur Verfügung haben. Und dann haben wir noch die Treppe nach oben hin. Das soll auch eine Stauraumtreppe werden oder zumindest eine Schranktreppe. Da müssen wir uns auch noch was überlegen, auch ein Konzept ausdenken. Dann haben wir noch essentielle Möbel, wie die ein oder andere Sitzecke, also zumindest ein Sofa. Die ein oder andere in unserem großen Haus. Ja. Also ein Sofa wäre nicht schlecht, ein Tisch wäre nicht schlecht zum Essen. Aber der wäre nicht essentiell, wenn du mich fragst. Also ein Tisch wäre schon nicht schlecht. Wir können auch auf dem Boden sitzen und ich meine, der Boden, der Fußboden ist auch sehr schön.
Und eine Kleiderkommode. Oder ja, zumindest irgendwo einen Ort, wo wir die Kleider unterkriegen. Und ja, es klingt jetzt nicht nach viel, aber wir denken, dass sich das summiert und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Monat, wenn nicht zwei Monate. Das waren zusammengefasst erstmal die für uns zumindest essentiellen Dinge, also kein Baustaub mehr, geschlossene Wände, die wichtigsten Möbelstücke, damit wir auch unsere Kleidungsstücke und ähnliches verstauen können. Aber es kommen auch noch einige weniger essentielle, aber trotzdem wichtige Dinge, wie zum Beispiel der Tritt zu unserem Küchenpodest. Unser Küchenpodest ist ja 40 cm hoch. Das lässt sich übergangsweise alles regeln, aber doch ist es am Ende komfortabler, dass wir noch eine Trittstufe haben, hoch zum Podest oder dann auch wieder runter. Was gehört noch dazu? Die Abdichtung auch im Badezimmer in unserer Dusche, das sollten wir auch nicht vernachlässigen. Viele kleine Leisten, also eher dann auch noch diese Schönheitsbereiche, die wir einfach noch machen wollen. Das wird sehr viel Zeit fressen. Der Backsplash, ne? Der Spritzschutz für die Küche als auch im Badezimmer ist auch sehr, sehr wichtig eigentlich. Aber auch vor allem der Sichtschutz. Wir haben ja so viele Fenster in unserem Tiny House und möchten doch die Möglichkeit haben, wenn wir hier die ersten Nächte auch drin schlafen, dass man an den wichtigsten Fenstern oder auch im Badezimmer zumachen kann, wenn man das möchte. So, das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht auch den Balkon. Ja, wir den stimmt. Langsam mal fertigstellen. Ja, also da, den haben wir komplett vernachlässigt. Das heißt, hier muss noch ein Boden rauf und dann wollen wir noch ein Geländer irgendwie integrieren. Das wird auch nicht ohne. Das muss auch nicht von heute auf morgen passieren. Das wäre wahrscheinlich somit das Letzte, was wir angehen werden, also das letzte Projekt. Aber auch die Lampen und gewisse Wandverkleidungen, die hier noch essentiell sind, meiner Meinung nach, die das einfach viel wohnlicher machen. Auch hinter uns sind jetzt hier zwei Lampen, die wir nicht installieren können, weil die Wände eben noch fehlen. Genau, das Kabel hängt dann da lose rum. Dass wir da langsam auch eine Wohnlichkeit reinbekommen, dass alle Lichter funktionieren, alle Steckdosen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie geht ihr damit um, wenn ihr manche Dinge nicht umzusetzen wisst? Wie beispielsweise Strom, Gas, Wasser? Ach so. Ich meine, wir sind ja da nicht so bewandt. Das ist unterschiedlich und hängt tatsächlich so ein bisschen von dem Thema auch ab. Aber gerade ein gutes Beispiel sind tatsächlich die Versorgungssysteme. Es ist emotional schon auch sehr anstrengend. Auf der einen Seite reizt es total, sich mit allen Themen das erste Mal auseinanderzusetzen und dort einen Überblick zu gewinnen. Aber man kann in dieser kurzen Zeit, oder wir zumindest nicht, so tief eintauchen und alles überblicken. Ich meine, dafür gibt es auch die Berufe. Dafür lernt man auch gewisse Dinge über Jahre oder sammelt an Lebenserfahrung. Und manches Mal ist es für uns schwierig, Arbeit abzugeben an Profis, auch wenn sie mehr Ahnung haben. Aber manchmal denken wir auch, Mensch, da fehlt es jetzt so ein bisschen an Emotionen. Wenn wir das besser gewusst hätten, hätten wir es vielleicht auch schöner hingekriegt. Also das ist die eine Perspektive. Und auf der anderen Seite ist es aber auch emotional total befreiend zu sagen, weißt du, das geben wir jetzt einfach ab. Das fühlt sich gut an. Ja, also, ja, mir geht es eigentlich auch eher so momentan. Also momentan geht es mir so, dass ich das gerne abgebe, die Aufgaben. Also gewisse Aufgaben, wie beispielsweise die Küchenarbeitsplatte. Wir wissen halt noch, welche Aufgaben wir übernehmen können und welche eben nicht. Und da wir mit dem Strom, Gas und Wasser, also mit dem Versorgungssystem eigentlich mittlerweile an einem Stand sind, wo wir weniger Hilfe brauchen, bis gar keine von extern, bis auf natürlich mit dem Gasleck, ist das für mich jetzt auch nicht weiter schwer, mal zu sagen, okay, wir holen uns vielleicht noch Hilfe bei dem einen oder anderen Möbelstück, damit wir jetzt auch einziehen können, wenn wir merken, wir kriegen das irgendwie nicht gewuppt oder so, weil wir haben ja auch Leichtbauplatten, mit denen wir arbeiten. Es kann sein, dass das auch nicht so einfach wird. Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht so eine große Erfahrung. Nächste spannende Frage. Hat der Hausbau eure Beziehung belastet? Liebling, erzähl doch mal. Also ich, zusammenfassend würde ich sagen, definitiv nicht. Es hat uns eher noch enger zusammengeschweißt. Wir haben alle mal Phasen, wo es schwieriger ist, wo man auch ja erstmal Distanz braucht zu diesem Projekt. Aber zueinander brauchen wir eigentlich ganz selten mal Distanz. Man braucht mal ein paar Minuten oder ein paar Stunden oder vielleicht mal einen halben Tag für sich, wenn der andere dann arbeiten geht. Aber das ist ganz selten der Fall, dass wir uns da belasten und nicht entlasten. Ich stimme dir erstmal zu 100% zu. Und ich würde auch sagen, dass wir vielleicht auch das Glück haben, dass wir einen sehr ähnlichen Geschmack haben. Das heißt, sobald wir uns irgendwie erkundigen, recherchieren oder inspirieren, auch auf Pinterest, was gefällt uns, was möchten wir einbauen, haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack
uns gefallen ähnliche Farbtöne, uns gefällt ein ähnlicher Stil und von daher sitzen wir manchmal mit unseren Handys nebeneinander und recherchieren und sagen, ja, oh, guck mal, ich habe das gefunden, wie gefällt dir das? Ja, das und dann komisch, hat Ilan genau das Gleiche rausgesucht. Also, das ist seltsam, das färbt, glaube ich, ab. Alles in allem ist man halt nicht alleine und das ist es für mich auch, das ist für mich der Mehrwert, würde ich sagen, dass ich das nicht alleine wuppen muss, sondern dass wir uns die Arbeit auch teilen. Es ist gut, wie wir das in unserem Tempo auch machen. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man sein Tempo findet und sich nicht hetzen lässt. Kommen wir schon zur letzten Kategorie. Und zwar haben wir noch zwei Fragen zu unseren Zukunftsvisionen. Ich spring's nochmal kurz rein. Wollt ihr mit dem Tiny House direkt reisen? Nein. Wir wollen mit dem Tiny House erstmal nicht direkt reisen. Wir hatten jetzt erstmal unser Abenteuer hier. Wir wollen erstmal stehen. Wir möchten uns hier einleben. Wir möchten uns gewöhnen an unser Haus. Wir möchten hier einfach mal leben, erstmal wohnen und ankommen. Ich glaube, das ist uns jetzt gerade wichtig. Und ja, auch erstmal einen Ort zu finden, ne? Ja, das mit dem Standort ist natürlich schwierig, wie viele Tiny House Besitzer oder Planer auch wissen, dass das mit den Standorten hier in Deutschland nicht so einfach ist. Ich bin einfach nur sehr froh, dass unser Haus so mobil ausgelegt ist, dass wir eigentlich, wenn es um unser Haus geht, sehr flexibel sind, was den Standort betrifft. Habt ihr schon neue Projekte im Kopf? Was wollt ihr machen, wenn das Tiny House fertig ist? Das ist noch nicht klar, aber wir möchten uns auf jeden Fall, wenn wir mit unserem Haus fertig sind, mit unserem Wissen und unserem Know-how auch nochmal anders engagieren, in der Hoffnung, auch anderen Leuten da, die andere Leute zu unterstützen und die Szene voranzutreiben, weil wir einfach ganz, ganz großes Potenzial in dem Lifestyle, alternatives Leben im Tiny House, alternative Wohnkonzepte oder Wohnen auf kleinem Raum allgemein sehen. Und ja, mal schauen, was sich da ergibt, aber es soll auf jeden Fall in dem Bereich auch für uns, wenn wir von Projekten oder Ideen, Visionen sprechen, weitergehen. Weil das ist eben der Bereich, also wenn man sich mal die Frage stellt, wo stelle ich so ein Haus ab, das ist eben genau die Frage, also die Standortfrage, die einem dann meistens davon abhält, überhaupt erst ein Tiny House zu bauen. Und also diesen Traum dann leider zerplatzen zu lassen. Ja. Und das finden wir einfach sehr schade. Es hat bei uns nicht zerplatzt, weil wir einfach komplett frei waren. Als wir gesagt haben, wir machen das, hieß es, wollen wir einen Bus ausbauen oder wollen wir uns ein mobiles Tiny House bauen? Also wir wollten einfach mobil sein, und zwar der Standort eigentlich relativ egal. Und jetzt mittlerweile, nach fast 3 Jahren, sind wir schon so weit und sagen, jetzt wollen wir doch irgendwo stehen mit einem kleinen Garten und also erstmal unsere Ruhe haben, ein bisschen zu uns kommen und uns einleben. Ich glaube, das waren alle Fragen, ne? Ja, wir sind ganz schön abgeschweift wieder, ne? Also wir hoffen, dass euch das heutige Q&A gefallen hat. Wir machen das ja immer mal wieder alle paar Monate. Wenn euch Fragen noch einfallen, packt die gerne in die Kommentare oder schreibt uns direkt eine E-Mail, dann sammeln wir das wieder für unser nächstes Q&A in ein paar Monaten. Dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, und hinterlasst uns auch gerne ein Abo, und wir freuen uns, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. Tschüss! Ciao!